Das hat sicherlich etwas mit Tradition zu tun. Es ist sehr familiär. Es gibt einen guten Zusammenhalt der Leute hier. Wir sind seit fast 30 Jahren hier in der Kirchengemeinde. Die Kinder sind hier groß geworden. Hier ist zu Hause. Wo Menschen sich öffnen oder wo ich auch Menschen weiterhelfen kann durch ein gutes Gespräch, da erlebe ich ganz viel Freude. Dieses Gemeinschaftserlebnis in der Kirchengemeinde war für mich eigentlich ein tolles und prägendes Erlebnis. Also für mich ist es eine Bereicherung. Ja, ich finde das sehr schön hier und die Nähe auch. Die Nähe, also fühlt man hier. Dass sie die Menschen erreicht, das ist mir ganz wichtig. Und zwar, dass möglichst alle Menschen etwas aus dem Gottesdienst an der Musik mitnehmen können. Dass das Wort natürlich auch im Mittelpunkt steht, aber dass die Musik das Ganze ummalt. Und dass die Leute das auch merken, dass es so ist und dass sie es auch mitnehmen können. Das ist für mich der Wunsch eigentlich an die Gemeinde auch, dass sie das mitnehmen können. Diese Gemeinde ist groß. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Wir haben 4 Gotteshäuser, die ich regelmäßig besuche, um dort die Orgel zu spielen, um auch mit der Band dort Musik zu machen. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Es ist ein familiäres Miteinander und ich denke, das spürt man auch nach außen hin. Also ich spiele jetzt Schlagzeug, das ist eigentlich auch dank Sirin, weil er mir so, also dank ihm habe ich jetzt auch das Schlagzeug bekommen. Und ja, das macht mir auch Spaß. Ja, ich spiele Trompete und fange jetzt teilweise noch ein bisschen an mit Klavier zu begleiten. Trompete halt von der Bläserklasse am LMG habe ich das auch gelernt und haben wir die übernommen und deswegen bin ich der Trompeter. Und ich singe im Moment, ja, ich singe auch im Chor, von daher passt das ganz gut. Also hauptsächlich muss man sich dann natürlich immer ein bisschen nach der Messe richten, auch was gefragt wird. Wir können jetzt natürlich nicht einfach irgendwelche modernen Songs spielen. Dann möchten wir aber schon versuchen, da gerade auch ein bisschen in die moderneren Stücke mit reinzugehen, dass es aber trotzdem zu den verschiedenen Anlässen passt. Ja, wir machen Kirchenmusik, weil damals hat Sören uns ab und zu schon mal gefragt, ob wir mit in der Kirche spielen können, an Weihnachten oder so. Also hauptsächlich Yannick mit der Trompete. Ich bin dann auch ein, zwei Mal dazugekommen. Ja, und dann hat sich das halt so entwickelt, dann hat Sören noch Daniel gefragt, ob der auch in der Band mitspielen möchte. Merkt ja auch, dass es leider immer weniger Leute geben, die in die Kirche gehen und deswegen möchten wir das wieder quasi umkehren, diesen Trend, und dagegen steuern, indem wir durch die Musik mehr Leute dazu bringen, dass sie sich das anhören. Ist ja was ganz anderes, in so einem großen Raum zu spielen, als in so einem kleinen Proberaum oder so. Man spielt halt vor Leuten, das kann einem auch schon mal was bringen für später, dass man da Selbstvertrauen kriegt und es lernt, mit Lampenfieber oder sowas umzugehen. Also zunächst ist es natürlich relativ schön, dass wir hier so eine große Kirche haben und da auch die alte Kirche noch dabei haben, dass wir die Möglichkeit bekommen, mit der relativ guten Orgel hier in Fahre das aufzuziehen und auch die Materialien dazu haben. Sie sind alle begabt. Das auf jeden Fall sind große Talente. Die Proben machen sehr viel Spaß, weil sie menschlich halt trotz des jungen Alters schon sehr reif sind. Und sie nehmen die Sache auch ernst. Und was man auch dazu sagen muss, auch, dass auch die Eltern komplett dahinter stehen. Das Schlagzeug muss transportiert werden. Die Jungs müssen natürlich auch mal in die ein oder andere Kirche gefahren werden, wenn schlecht Wetter ist oder wie auch immer. Also ich wollte mich firmen lassen, weil ich einfach halt mehr zu der katholischen Gemeinde gehören wollte. Also ich finde es voll cool, also so Texte vorzulesen, und also ich würde auch gerne Lektorin werden oder ja auch diesen Kindergottesdienst machen, weil ich mich sehr gerne mit Kindern beschäftige, weil ich jetzt auch Babysitterführerschein habe und so, und ja. Ja. Also ich glaube, obwohl die Kirche, die neue Kirche ja schon neuer und moderner ist als die alte, finde ich das immer noch ein bisschen altmodisch für unsere Generation jetzt. Also wir haben andere Interessen und für uns ist es
Ja, ist was anderes interessanter, als jetzt in der neuen Kirche ausgestellt ist und was sie anders machen könnte. Keine Ahnung, vielleicht modernere Lieder singen, wozu man auch richtig Spaß hat, die dann mitzusingen. Oder zum Beispiel unser Orgelspieler, Sören Suhr. Also der spielt zum Beispiel am Abschied von der Kirche nochmal Flug der Karibik oder so, was die junge Generation, wenn einige Leute mit sein, meines Alters oder jünger, die finden das auch immer total toll, wenn die den Film dann auch kennen. Wenn dann Flug der Karibik dann noch am Ende kommt, so als Abschiedslied. Und mich hat dieses Instrument einfach fasziniert. Ein großes Instrument mit vielen Pfeifen drin. Ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert das? Die vielen verschiedenen Register und dann natürlich auch dieser Klang, dieser mystische Klang, den eine Kirchenorgel besitzt. Der hat mich halt schon immer angesprochen und ja, so bin ich dann halt als Kirchenmusiker angefangen. Und zwar frage ich mich natürlich auch immer wieder, wen spreche ich denn dort eigentlich an mit meiner Orgelmusik? Und wenn man mal so schaut, wer zum Gottesdienst kommt, dann sind das verschiedene Generationen. Und daher möchte ich natürlich auch für jede Generation passende Orgelmusik da haben. Das heißt, die einen möchten es eher modern, die anderen möchten es eher ein bisschen klassischer, die anderen möchten es auch mal dominant oder mal ein bisschen leiser. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten und daher liegt meine Gestaltung halt so, dass ich das damit einbauen kann. Ja, und das kommt eigentlich immer ganz gut an. Der Glaube ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Gott ist täglich da, das ist ganz, auf jeden Fall für mich ganz klar und ohne Gott könnte ich das auch nicht. Das hat sicherlich etwas mit Tradition zu tun. Man ist so erzogen worden. Und ich glaube, dass man dann auch auf diese Linie geschickt wird und die Erfahrung macht, dass es hier eine Gemeinschaft zu erleben gibt, die dann auch irgendwo weiterträgt. Ja, genau. Und wir sind vor 25 Jahren hier hochgezogen. Und es ist einfach schön, dass Christentum weltweit besteht. Und wir hier dann eine Familie gefunden haben, die ich jetzt von zu Hause aus auch schon so kannte und eine christliche Gemeinschaft hier uns ganz toll aufgenommen hat. Es hat immer noch den Aspekt des Natürlichen. Also man kennt sich, man macht was miteinander und das ist einfach schön, Freunde zu treffen. Also ich habe es hier auch viel erlebt, dass klassische Elemente eingebaut werden und mit meinen Kindern konnte ich so nicht abends in ein Konzert gehen, aber morgens im Sonntagsgottesdienst sind oft klassische Instrumente. Schön war, die Kinder und die ganze Familie da dran teilhaben zu lassen. Also wenn man sonntags in die Kirche reinschaut, dann fehlt so der Jahrgang zwischen 10 und 30. Und das würden wir uns wünschen, dass die stärker vertreten sind, ne? Weil davon hängt die Zukunft ab. Im Oktober 88 bin ich mit meinem Mann und unserem ersten Kleinkind nach Farel gekommen und habe eine neue Heimat gesucht, eine neue kirchliche Beheimatung. Christliches Leben war mir immer wichtig und so habe ich die Gelegenheit genutzt, mit dem Umzug, ja gleich mit dem Fahrrad am ersten Sonntag hierher geradelt, bin freundlich aufgenommen worden und es war genau wie heute, es war ein Klönschnack und ich bekam eine Einladung dazu und habe mich gleich wohl gefühlt. Was mich gereizt hat, ist besonders die Möglichkeit, sich mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Interessen einzubringen, Verantwortung übernehmen zu können, selber gestalterisch tätig zu sein. Ja, meine Aufgaben sind mit der Familie gewachsen, das heißt auch mit dem Alter der Kinder. Naheliegenderweise habe ich mit Kinderwortgottesdienst und einer Mutter-Kind-Gruppe angefangen, weil es einfach meine Lebenssituation wiedergegeben hat. Und meine Freude an Blumen hat sich natürlich dann auch so ausgedrückt, dass ich gerne den Blumendienst in der Kirche mit übernommen habe. So nach 29 Jahren werde ich jetzt hier die Gemeinde verlassen, weil ich mich neu nach Oldenburg orientiere.
Und ja, ich möchte mich eigentlich bedanken dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, über die vielen Jahre hier eine Heimat zu finden, nicht nur, sondern auch zu leben. Und meine Interessen und meine Fähigkeiten für die Gemeinde, aber natürlich auch für mich selber auch umsetzen konnte. Ja, das hat mir gut gefallen. Es macht Spaß, in der Gemeinde was zu machen, was zu arbeiten, weil die Gemeinde auch unglaublich viel wieder zurückgibt. Also wenn man mit der Gemeinde arbeitet und auch merkt, dass man Veranstaltungen vorbereitet und es auch angenommen wird und die Leute da reinkommen und sich im Nachgang auch dafür bedanken und sagen, was für eine tolle Veranstaltung das gewesen ist. Das macht einfach Spaß. Ja. Und da helfen dann auch immer alle mit. Ja. Mehr oder weniger freiwillig. Viele Hände, schnelles Ende. Genau, ja. Richtig. Und das macht auch Spaß. Und was dann immer auch das Tolle ist, gerade wenn man so Veranstaltungen macht, dass vielleicht im Vorfeld nicht immer ganz schnell die Begeisterung da ist und viele Leute mithelfen wollen, aber erst recht, wenn man dann in der Veranstaltung ist, dann kommen die Leute zu einem und sagen, was kann ich noch tun, wo kann ich mithelfen? Und die Gemeinschaft ist dann einfach da. Genau. Dann kann man doch helfen. Ne? Ja. Ja. Also spätestens, wenn alle Leute da sind, dann passt jeder mit an. Ja. Und hilft einfach mit und guckt, was gemacht werden muss. Und dann geht es immer alles ganz schnell und flott voneinander. Was war euer schönstes oder interessantestes Erlebnis in der Kirchenarbeit bis jetzt? Ja, viele, oder? Ich würde jetzt Kommunion sagen. Ja, oder Kommunion, ja. Oder das Ostern, als wir noch klein waren, wo hier immer die Eier versteckt wurden, ist auch richtig schön. Genau, ja. Das war immer witzig. Im ja, da haben wir Eier verstecken mit Eier suchen. Und ihr habt auch schon mal im Pfarrgarten gezeltet. Stimmt, das haben wir auch schon. Ne? Das war auch interessant, ja. Mit Gewitter. Mit Gewitter. Welche Wünsche habt ihr für die Zukunft der Gemeinde? Wie guckt ihr mich an? Also für mich ist es eine Jugend. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, mehr Jugendarbeit, aktivere Jugendarbeit, mehr Leute wie Kinder, Jugendlichen in dem Alter, in eurem Alter, mehr zu aktivieren, mehr in die Kirchengemeinde reinzubringen. Ja, das ist ja auch das Problem, weil die meisten denken so, oh, Kirche, voll alt und so. Verlangweilig, da steht man nur und singt und geht danach wieder raus. Und aber in Wirklichkeit hat das ja mit Gemeinschaft zu tun, dass man mit allen Leuten irgendwie was macht und die alle persönlich kennt. Und das Wissen weiß die Jugend halt nicht wirklich. Ich finde das jetzt auch gut, dass jetzt die Wahlfahrt nach Rom ist. Und, im nächsten Jahr. Ne? Ja, genau. Und 2018 ist das Jahr. Und das finde ich gut, dass wir mal so mit den Messdienern, also mit der Jugendgruppe, auch mal so einen Ausflug machen, sodass sich auch vielleicht aus anderen Städten auch Messdiener kennenlernen sozusagen. Weil ich habe Freunde in Oldenburg, die machen das auch, die gehen da auch hin. Und das wusste ich vorher gar nicht, aber ich finde das irgendwie voll cool, so, dass da so viele trotzdem da sind. Das denkt man gar nicht, aber es ist tatsächlich. Ja. Ich habe sehr viel Glück gehabt in dieser Zeit, in meiner Schulzeit und eben, wie gesagt, auch in der Kindheit. Hatte immer gute Begegnungen und bin deshalb eine begeisterte Kirchgängerin. Ich mag das. Ich hatte als Schülerin sehr engagierte Religionslehrer. Das waren seinerzeit, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, das waren seinerzeit zwei Kapläne, die ich besonders in Erinnerung habe. Und die haben uns sehr geprägt. Ja, da ist es so, dass ich über meine Kinder wieder eine neue Herausforderung bekommen habe. Der damalige Pfarrer von Meerfeld hatte mich angesprochen und mich gefragt, ob ich bereit wäre, in der Katechese tätig zu werden. Ich habe das bejaht und war danach sehr lange als Katechetin tätig und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war eine Erweiterung für mich und es hat auch meinen Kindern, glaube ich, Spaß gemacht, obwohl die heute zurückhaltender sind und keine Kirchgänger sind. Man kann das nicht erzwingen, das sind Geschenke. Als Pastoralreferentin in der Gemeindearbeit am einfachsten ist das beschrieben, wenn ich sage, ich mache alles das, was der Priester auch macht, nur dass ich nicht die Sakramente spende. Die Sakramentenspendung ist in unserer Kirche ja den Priestern vorbehalten, aber ansonsten gibt es eigentlich keinen Bereich der pastoralen Arbeit, die ich nicht mitmache. Also was standardmäßig immer bei mir im Auto drin ist, ist eine Kiste. Da sind so Spiele für draußen drin. Das ist, wenn ich also mit den Kommunionkindern oder sonstigen Gruppen zusammen bin, wenn da eine Pause gemacht wird, dann hat man die Gerätsachen einfach da, dass man dann spielen kann. Und was hinzukommt,
Ich bin ja nicht nur hier in Fahren am Arbeiten, sondern auch in Bockhorn. Wir sind ja als Großgemeinde fusioniert mit Fahren, Bockhorn, Zetel und Jaderberg. Es ist wirklich, dass wir alle Kirche sind und gemeinsam auch Gemeindeleben tragen müssen. Und dann ist es auch für den Pfarrer nicht so belastend und viel freier, wenn er sich dann auf seine urpriesterlichen Sachen da ein wenig hat, wenn er da einen Schwerpunkt darauf legen kann. Wenn ich Kinder taufe, wenn ich Menschen bei der Trauung assistieren darf, wenn sie sich das Jawort zusprechen, wenn ich mit der Gemeinde Ostern feiere, wenn ich die Dichte eines Gottesdienstes erlebe, das sind wunderbare Momente oder auch in Einzelgesprächen, wo Menschen sich öffnen, wo man oder wo ich auch Menschen weiterhelfen kann durch ein gutes Gespräch. Da erlebe ich ganz viel Freude. Oder wenn Menschen, das habe ich beim letzten Mal erlebt, ein Ehepaar, das zum katholischen Glauben gekommen ist. Sie haben vorher gebeichtet, haben ihr Leben Gott hingehalten. Und wenn ich ihnen dann mit Gottes oder im Namen Gottes Vergebung zusprechen darf, das war ein wunderbarer Moment, wo zwei Menschen wirklich richtig glücklich waren. Das sind solche Momente, ja. Wenn zum Beispiel, das habe ich auch erlebt, wenn Ehen kaputt gehen, wenn Streit da ist. Schwere Momente sind auch, wenn Kinder sterben und da ich da Trost zusprechen muss. Oder bei Krankensalbungen, wenn Menschen unheilbar krank sind. Das sind richtig schwere Momente, die unter die Haut gehen. Ich erlebe hier ganz viele Menschen, die viel tun. Ich erlebe Gruppen und Kreise, die sich einsetzen, die für andere da sind, die ein Stück ihrer Freizeit opfern, um aktiv zu sein. Ich erlebe unseren Kirchenchor sehr einsatzfreudig. Ich erlebe die Ökumene mit ganz viel Liebe und Engagement. Die Gemeinde braucht in Zukunft einen Generationswechsel. Wir brauchen Veränderung. Heute haben wir schon angefangen mit einem Familiengottesdienst. Wir haben einen guten Organisten, der junge Menschen motivieren kann und diesen Menschen die Chance geben, dass sie hier in unserer Kirche sich entfalten können. Darin sehe ich eine gute Zukunft. Das wünsche ich mir dann auch, dass sie dann hier auch Heimat finden und ja, dass wir Kirche so nach vorne bringen. Ich bin zuständig für alles, aber in Hauptsache bin ich Küster. Das nimmt so die meiste Zeit in Anspruch. Am Anfang habe ich immer gesagt, das ist ein zweiter Haushalt. Ich muss mich um alles kümmern, was hier im Haus passiert. Immer wenn Gottesdienste sind, muss ich die vorbereiten und nachher alles wieder zurückräumen. Ich muss immer dafür sorgen, dass genug Kerzen da sind, dass das ewige Licht leuchtet, Türen aufschließen, zuschließen, Kerzen anmachen, Glocken läuten, mit den Messdienern gucken, dass alle ordentlich gekleidet sind, dass die Sachen sich richtig sitzen, dass die gewaschen werden. Also sehr vielfältig. Also ich denke, das ist ein Dienst, den ich hier tue. Ne? Das sind alles Sachen, die sein müssen, die liegen mir, ich kann das gut und ich mache das gerne. Und ich mache es natürlich auch gerne für die Kirche, also für den Glauben, für die Gemeinde, so. Die Atmosphäre hier. Und das ist einfach ein schönes Miteinander. Ich finde es schade, dass sich immer mehr Leute von der Kirche abwenden. So. Sie hat ihre Macken, es sind sehr viele Dinge, mit denen ich auch nicht einverstanden bin. Aber das, was sie verkündet und das, worum es wirklich geht, um den Glauben und um Jesus Christus und so, das finde ich eine enorm wichtige Sache. Also als Messdiener muss man halt den Altar decken und die Kerzen, also die Flambos, nach vorne bringen. Und beim Evangelium muss man dann die in der Hand halten, während der Pfarrer spricht. Erst habe ich ja mit der Kommunion angefangen
Und dann haben die gefragt, wer denn Messdiener sein möchte. Und dann habe ich mich spontan dazu entschlossen, da ich das auch sehr toll finde. Es macht mir auch sehr Spaß. Als Jugendlicher sind halt sehr viele nicht besonders interessiert an der Kirche. Doch ich finde das aber sehr schade, da es in der Kirche halt auch etwas ist, dass man mit der Kultur, also mit der Geschichte von der Stadt und dem Land und der ganzen Welt halt zu tun hat. Wir wollen unsere alte Kirche erhalten, nicht nur als Pfarrheim, sondern auch als Anlaufstelle für viele Menschen, die hier Interesse an christlichem Leben zeigen. Und da geht es immer ums Geld. Da haben wir gesagt, okay, wir gründen einen Förderverein zum Erhalt unserer alten Kirche, um dieses Ziel zu verwirklichen. Zunächst war es uns sehr wichtig, dieses, ich sage mal, steinerne Zeichen unseres Glaubens zu erhalten, weil es in unserer Stadt auch stadtbildprägend ist. Und um das Ganze zu erhalten, sind ja Aktivitäten erforderlich. Wir wollen das Gebäude öffnen, nicht nur für die Kirchengemeinde als Pfarrheim, sondern auch für alle Menschen hier in dieser Region, auch für die Gäste, die Kurgäste, die Urlauber, und wollen ein Eingangsportal bilden, das nicht nur Barrierefreiheit zeigt für den Körper, sondern auch für den Geist eine gewisse Barrierefreiheit hat, dass man dort wieder einen Ansprechpartner hat, wo man reingehen kann, die Schönheit des Gebäudes sehen kann, aber auch jemand findet, der zuhört. Und wir wollen darin Kunst und Kultur verwirklichen. Als Verein haben wir gesagt, ja, christliches Leben, nicht allein bezogen auf das Katholische, sondern wir sagen christliches Leben, aber offen für alle anderen. Jeder, der Interesse in unserem Glauben hat, soll sich dort auch wiederfinden können. Wir wollen Veranstaltungen durchführen, Musikveranstaltungen, Künstler sollen das Gebäude nutzen können. Wir wollen die Kirche öffnen für Kunst und Kultur. Wir wollen Künstlern die Möglichkeit geben, das Kirchengebäude, das alte Kirchengebäude, das ehemalige entwidmete Kirchengebäude zu nutzen für ihre Veranstaltungen. Sie sollen ihre Bilder zeigen, sie sollen dort Lesungen halten können, sie sollen Veranstaltungen machen können mit Musik, mit Theater, was auch immer im künstlerischen Bereich hier tätig ist. Damit wollen wir auch Menschen ansprechen, die zu uns kommen und die mit uns dort die alte Kirche auch nutzen und auch dort feiern. Wir wollen uns treffen. Es soll ein Ort, ein Treffpunkt werden. Mich persönlich fasziniert einfach zunächst mal die Form des Gebäudes. Es ist für mich, der ich aus Süddeutschland komme, einfach ein bisschen auch Heimatgefühl. Und dieses Heimatgefühl, habe ich festgestellt, wird auch übertragen auf die Menschen hier in Varel. Wenn ich dann Menschen gefragt habe, warum sind Sie Mitglied bei mir in dem Förderverein geworden, sagen die, wir verbinden mit der Kirche die Hochzeit, die Taufe, auch Beerdigungen, das eigene Erlebnis, das Großwerden in dieser alten Kirche. Und dieses Gefühl erzeugt ebenfalls eine gute Verbindung zum Gebäude an sich. Ja, ich darf Sie einladen, die alte Kirche einmal zu besuchen. Denn ich denke, wenn wir die Wege zu den Herzen der Menschen suchen, wenn wir die Pforten dorthin öffnen wollen, müssen wir zuerst mal die Pforten zu unseren Versammlungsräumen öffnen. So. Ja, und hier sind wir dann im Vorraum unserer alten Kirche, das Eintrittsportal sozusagen. Ja, und hier ist es immer wieder ein schönes Gefühl, in diesen altehrwürdigen Raum eintreten zu können. Man spürt die Tradition und spürt aber auch vieles von dem, was hier geschehen ist. Und Gebäude prägen die Menschen. Und so ein Gebäude mit diesem wunderbaren Licht, mit den schönen Fenstern, überhaupt der ganzen Atmosphäre, prägt die Menschen sehr positiv. Und deshalb wollen wir diese alte Kirche erhalten. Dieser Gemeinde. Es ist sehr familiär, es bietet viele
Facetten. Es gibt hier Erwachsenenbildung, es gibt Seniorennachmittage, Feste werden gefeiert und verschiedenste Veranstaltungen, was sich in Bockhorn sehr schön entwickelt hat. Friedensgebet oder in Farel dieser meditative Tanz, den kannte ich vorher noch überhaupt nicht. Ja, das größte Anliegen ist, dass die Gemeindeteile, die doch räumlich sehr weit auseinander liegen, dass die besser zusammenwachsen, dass es ja, ein schönes harmonisches Miteinander dann im Endeffekt gibt. Also für mich ist es eine Bereicherung. Wir müssen uns im Leben Herausforderungen stellen und so sehe ich auch das Gemeindeleben. Wir wollen zusammen leben und in diesem Zusammenleben ist es erforderlich, dass sich Personen einbringen. Ansonsten sind wir alle nur Individuen, die nicht zusammen leben, sondern nebeneinander leben. Und deshalb bringe ich mich in der Kirchengemeinde ein. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön, wie man sehen konnte, wie die verschiedenen Gemeindeteile mittlerweile zu einer Kirchengemeinde zusammengewachsen sind. Und bin an der Gestaltung in diesem Zeitraum immer mit beteiligt gewesen. Und das zeigt auf der einen Seite eine Wertschätzung seitens der Kirchengemeinde in die Personen, die sich engagieren, zeigt aber auch, wie homogen eine Kirchengemeinde sein kann. Wird hier einfach von dieser Gruppe hier sehr viel gemacht, angefangen bei der Ausrichtung von Marien- und Mariengottesdiensten, einem Weihnachtsliedergottesdienst, der denn durchaus zweisprachig ist, denn diese Gruppe ist, das sind keine deutschen Muttersprachler. Da wird dann ein Mariengottesdienst organisiert in polnischer und deutscher Sprache. Warum macht ihr das? Weil wir Spaß haben. Weil es Spaß macht. Und ja, wir das gerne machen und wir gerne uns alle zusammen treffen und was zusammen unternehmen. Ja. Ja, und vor allem, wir denken, dass wir dann auch viele Leute noch ansprechen damit, genau. Und dass sie dann mitmachen. Also ich finde, das ist auch gut, dass immer, wenn da was gefragt ist und die Hilfe benötigt ist, dass da immer welche Leute einspringen und gerne helfen wollen. Ja, da freuen wir uns auch immer, dass so etwas Großes entstehen kann dadurch. Jetzt beim Bazar, den wir heute hatten, dann auch beim Neujahrsempfang, es sind eigentlich immer alle Gemeindeteile vertreten und die Leute springen ein und machen mit und helfen, wie sie es können. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Ja. Man betet und singt nicht nur in der Kirche zusammen, man plant und feiert auch hinterher. Nicht nur bei Brot und Wein hier in der Kirche, sondern auch bei Kaffee und Glühwein. Genau. Muss man auch ab und zu. Muss man auch ab und zu haben. Genau. Ja, und das Geld, das wir heute gesammelt haben, das wird ja wahrscheinlich für Vicky hier in Zetel, also für Behinderte Einrichtung, ja. Und von unserem Kaffee, was wir sammeln, also alle zwei Wochen, da wird ja dieses Jahr wieder für Kinderhospiz in Wilhelmshaven gespendet. Genau, hatten wir auch schon zweimal gemacht und so und machen wir wieder immer wieder. Oder eben von den Aktionen, mal Suppen, mal Waffeln und so, dass da ein paar Frauen sich dann zusammentun und einmal macht die eine was, anderen mal macht wieder was anderes, also jemand anders was. Ja, und so, wir beteiligen uns gerne an dieser Geschichte und ja, kommt gut an und so, ja. Und die Leute freuen sich, wir freuen uns auch, dass wir dann sowas Gutes dann damit machen können. Und wir haben immer Spaß.
Ja, zeitlich hier sein, also zu Gottesdienst alles vorbereiten und alles versorgen, also dass alles hier stimmt. Man hat ja viele Aufgaben so. Hier finde ich ja so schön, dass die Leute so zusammenkommen. Wir machen also nach dem jedem Gottesdienst einen Kaffee, bieten wir an den Leuten und dann kommen wir zu netten Gesprächen. Ja, ich finde das sehr schön hier und die Nähe auch. Die Nähe, also fühlt man hier ganz gut, ja. Musik ist einfach eine Möglichkeit, sich auszudrücken, den Glauben zu leben. Wir haben es im ersten Stück vertont, was wir singen, indem es heißt, Worte werden Töne, Gedanken, Melodie, Lieder, Glaubenszeugnis. Ja, das ist eigentlich der Grund eines jeden Liedes. Genau. Und wirklich wunderschön ist auch die Zusammensetzung dieses Chores. Wir haben 20-Jährige und wir haben über 80-Jährige dabei und sie können zusammen singen, sie können zusammen Spaß haben, sie nehmen Rücksicht aufeinander, die Leute sind so mutig geworden, sie trauen sich alleine zu singen, es macht einfach auch Spaß. Das ist die zweite große Säule, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, diese bunte Mischung, vor allen Dingen durch alle Generationen, durch Krankheit, Gesundheit, das begleitet uns dabei. Wir sind seit fast 30 Jahren hier in der Kirchengemeinde. Die Kinder sind hier groß geworden. Hier ist zu Hause. Ja, hier wohnen wir, hier leben wir unseren Glauben. Und die nächste Generation ist im Kommen. Die nächsten Kinder sind schon wieder da. Es ist einfach nur gemeinsam leben. Der nächste Chor ist gegründet aus der nächsten Generation mit Jüngeren, mit Kindern und Jugendlichen. Die starten gerade. Trägt sich alles weiter. Naja, ich würde mir erhoffen, dass wir dann, wenn wir dieses Alte haben, was hier manche bei uns im Chor jetzt haben, auch noch dieses Zuhause finden. Diese Gemeinschaft finden, die ja voneinander getragen werden. Das ist, glaube ich, das, was, ja, die große Hoffnung. Und dann wollen wir auch als Senioren noch im Chor singen und weiter unsere Musik. Selbstverständlich. Ja, ich bin ja im Ruhestand, aber gelegentlich, wenn Pfarrer Jansen nicht kann, dann helfe ich gern aus und kümmere mich doch noch ein bisschen um die alten Leute. Ich lebe hier ganz gut und bin hier sehr zufrieden, so in der Seniorenresidenz beim Krankenhaus. Da bin ich bin da sehr zufrieden, habe hier heute was dem Jansen zu verdanken. Ja, schön. Ja. Die Gemeinde lebt interessanterweise vom Ehrenamt. Ja, die Gemeinde ist sehr klein, überschaubar. Es gibt aber einen guten Zusammenhalt der Leute hier. Wir alle sind bestrebt, dass wir hier auch weiter Gottesdienst haben in dieser schönen Kirche. Das ist begrenzt der Fall, weil der Pfarrer von Varel, Herr Jansen, einfach nicht die Zeit aufbringen kann, jeden Sonntag zu kommen bei der riesigen Gemeinde, die er zu betreuen hat. Aber wir haben alle 4 Wochen noch Gottesdienst und da sind wir heilfroh drum. Der ist dann auch gut besucht, so etwa 15, 20 Teilnehmer haben wir hier, die dann an den anderen Tagen zum größten Teil nach Varel in den Gottesdienst gehen. Wir wünschen uns für diese Gemeinde, dass mehr junge Leute kommen und diese Gemeinde auch sich entwickeln kann. Sie sollen nicht von ihren Glaubenssätzen abgehen, ganz bestimmt nicht. Aber sie muss auch wirklich auf die Menschen gucken, die in ihr leben. Und denen muss Raum gegeben werden. Ja, ich würde mich freuen, wenn noch viel mehr Menschen dazu motiviert werden können, bei uns in der alten Kirche sich zu engagieren. Sei es, dass sie Mitglied werden im Förderverein, sei es, dass sie freiwillig auch ihre Kenntnisse, ihre Fähigkeiten einbringen. Wir reden alle immer von der Veränderung der Gesellschaft.
dass wir viele Ältere haben. Wir haben auch viele Junge. Aber Ältere und Junge, unabhängig vom Alter, mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen zusammenzubringen, zu engagieren, sie zu motivieren, gemeinsam etwas zu machen, das wäre so meine Vorstellung für die Zukunft. Ich habe vorangestellt ganz, ganz große Sorge um unsere Kirche. Um die große Kirche, um die katholische Kirche, aber auch um unsere Gemeinde hier vor Ort. Ganz große Sorgen. Und ich glaube, das ist auch berechtigt. Man darf sich nur davon jetzt nicht unterkriegen lassen. Wir müssen einfach versuchen, weiterzumachen, weiter kämpfen, weiter arbeiten, weiter leben, weiter lachen und unsere Sorgen miteinander teilen. Dass uns der jetzige Papst noch ein bisschen erhalten bleibt und dass er sich kräftig durchsetzen kann. Er hat sehr viele moderne Elemente reingebracht, was notwendig ist, und er hat es verdammt schwer. Ich wünsche mir mehrere Leute in der Kirche und die Familien mit Kindern. Also klar, man wünscht sich immer, dass sich möglichst viele auch einfach aktiver beteiligen. Ja. Dass dann mehr Leute da sind, die einfach Sachen auch mal in die Hand nehmen und mithelfen. Ja. Vielleicht mehr Gottesdienste für Familien und Kinder. Das fehlt eigentlich, dass die mehr Kinder kommen in der Kirche. Ja. Und sie so erzogen, so in Glaube. Genau, katholische dass die Glaube, Glaube nicht stirbt, dass die Glaube immer... Das wird weitergegeben in Generationen. Das ist auch wichtig für Zukunft. Das sieht man in heutiger Welt, dass alles so... Hört man nur Böses, was passiert, und Schlechtes. Und schon bald, welche sind Sterne, welche leuchten so durch Kirche, dass nicht alles so schlimm ist.